ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal kein Make-up-Tutorial, sondern einen kleinen Bericht über Extensions, die ich von zwei verschiedenen Firmen zugeschickt bekommen habe. So, hier habe ich erstmal vier Bündel im Ombre-Look. Die Längen sind einmal 16 Inch und dreimal 18 Inch. Die Haare sind von Yes Weave, einer Firma aus der UK, die halt 100% Virgin Human Hair verkauft oder auf Deutsch gesagt unbehandeltes Rohhaar oder Echthaar. Die Haare kamen in diesem Seidenbeutel hier an, also ist schon recht süß verpackt worden. Und ja, zur Qualität der Haare kann ich sagen, einfach nur top. Also dafür, dass die schon gefärbt wurden, wie man sieht, ist kaum ein Spitz zu sehen und die sind immer noch so weich. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet, dafür, dass die schon an den Spitzen so stark blondiert sind. Muss ich schon sagen, top. Als nächstes habe ich einen Middle Part Closure von Gorgeous Doll Hair. Ich zeig dir mal eben hier. Diesmal eine deutsche Firma, die ebenfalls Virgin Hair verkauft. Ein großer Vorteil bei dem Closure ist, dass der hier schon mit einem Scheitel kommt und das so das Stylen erleichtert. Also für die Leute, die dann auch wirklich nur einen Mittelscheitel wollen. Deswegen finde ich es gut, wenn man sowas hat. Zu dem Haar kann ich sagen, das ist super weich und auch super glänzend, wie man glaube ich sehen kann. Also auch wirklich top von der Qualität. Ich werde das wahrscheinlich an den Spitzen noch etwas färben, also ich denke mal so ab hier, damit sich das mit den anderen Haaren anpasst. Aber ansonsten kann ich gar nichts Schlechtes zu dem Closure sagen, also der ist wirklich top. Hab selten so einen guten Closure gesehen oder gehabt, sage ich mal. Also ich kann echt nichts Schlechtes sagen. Die Haare werde ich wieder an eine sogenannte Don't Cap dran machen, ich zeige es euch mal eben. Ich habe meine aus einem niederländischen Online-Shop, ich kann euch in die Infobox packen. Wenn ihr aber wisst, wo man die herkriegen könnte hier innerhalb Deutschlands, dann würde mich das freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ja, auf jeden Fall werde ich meine Haare dann auf diese Cap dran nehmen bzw. dran kleben. Die Tressen werde ich dran kleben, damit das einfach schneller geht und den Closure werde ich natürlich dran nähen. Ich dachte mir aber, dass der Prozess jetzt zu lang wäre, wenn ich euch das zeige, wie ich das mache. Deshalb würde ich mich über eure Rückmeldung freuen, ob ihr Interesse habt, dass ich das beim nächsten Mal vielleicht euch zeige, wie ich meine Wigs selber mache, worauf ich da achte, was es da für Tricks gibt. Also wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mir das einfach in die Kommentare schreiben und dann ja, würde mich das freuen. Ich werde euch in diesem Video noch das Endresultat zeigen, also von meiner Wig, wie sie auf mir aussieht. Aber bevor ich das mache, habe ich noch zwei Rabattcodes für euch. Bei der Firma Yes Weave ist das einmal der Rabattcode BEF16. Damit bekommt ihr 15% auf euren Einkauf. Dieser gilt aber nur bis zum 18. Mai 2016, also nicht mehr allzu lang. Bei Gorgeous Doll Hair ist das einmal der Rabattcode Beverly und damit bekommt ihr 10 Euro auf euren Einkauf. Ja, das war es auch schon mit dem Bericht über die Haare von den jeweiligen Firmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Ebenso würde ich mich über eine Rückmeldung freuen bezüglich der Wig, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Und ja, ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, noch eine kleine Info zu dem Endresultat. Ich habe hier meine Babyhaare nicht rausgelassen. Man kann das natürlich nach Bedarf machen, damit das natürlicher aussieht. Aber ich habe mir jetzt gedacht, damit das schneller geht, zeige ich euch einfach mal, wie das aussieht. Both my trucks and both my bikes. Ride around in a range with me. Und ja, Leute, die Perücke ist fest. Und die wird mir auch so schnell keiner abziehen können oder sonst irgendwas. Weil viele Leute haben solch eine Angst, Perücken zu tragen, aber das ist wirklich unbegründet, solange man weiß, wie man sie richtig aufsetzt. These dudes caught in their feelings, but I ain't got no feelings, cause I ain't got no ceilings, oh Lord, yeah, yeah. I just call it if I want it.